Olaf Scholz ist der 9. Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Bei der Kanzlerwahl im Bundestag stimmen 395 Abgeordnete für den SPD-Politiker, wie Parlamentspräsidentin Bärbel Baas mitteilt. Es gibt 303 Gegenstimmen und 6 Enthaltungen. Für die sogenannte Kanzlermehrheit notwendig waren 369 Stimmen. Die Ampelparteien SPD, Grüne und FDP verfügen zusammen über 416 Stimmen, also 21 mehr als Stimmen für Scholz abgegeben wurden. Nach seiner Wahl erhält Scholz im Schloss Bellevue aus den Händen von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Ernennungsurkunde. Im Namen der Bundesrepublik Deutschland ernenne ich aufgrund des Artikels 63 Absatz 2, Satz 2 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland, Herrn Olaf Scholz zum Bundeskanzler. Damit ist die Regierungsgewalt gemäß der Vorgabe des Grundgesetzes von der bisherigen Kanzlerin Angela Merkel auf den Nachfolger übergegangen. Anschließend legt Scholz vor dem Bundestag den Amtseid ab. Dieser hat eher symbolischen Charakter. Damit gibt der Kanzler das Versprechen ab, seine ihm auferlegten Pflichten zu erfüllen. Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde.